Lita! Ich spüre meine Beine nicht. Scheiße, das ist alles meine Schuld. Mein Handy. Vergiss es, Lita. Mein Handy. Das ist der Strand, Dani. Das ist alles Schicksal. Was? Hier verstecken sie sich. Clara, Libertad, Julio. Verdammt, Julio. Es ist alles hier. Nimm mein Handy. Folge dem Code wie damals, weißt du noch? Hör auf, Lita. Warte, ich hole Hilfe. No, gib mir das. Clara wird dir helfen. Verstehst du es nicht? Du bist Fortunas Nummer 1. Fortunas Nummer 1. Lo siento, Lita. Dani. Ich habe diesen Archipel mit einem Mann namens Juan Cortés angegriffen. Er hat mir geholfen, Libertad aus dem Nichts aufzubauen. Juan ist ein Meisterspion aus der Zeit vor Castillo. Er kann eine Langstreckenrakete aus einer Eiswürfelform bauen. Der hat Missionen für Espinosa und den KGB durchgeführt und ist dann aus Spaß zur CIA und zum Mossad gegangen. Juan ist mein Mentor. Er ist außerdem psychisch labil und Alkoholiker. Als wir es verkackt haben, war ihm das so peinlich, dass er direkt mein Lager verließ. Castillos Soldados hätten nichts lieber, als einen Doppelagenten wie Cortés zu schnappen. Ich brauche ihn zurück bei Libertad, Dani. Mit uns ist er fertig, aber dich kennt er noch nicht. Hier, die Ohrstöpsel hat Juan zur Kommunikation gebaut. Geh ins Dorf. Wenn ich du wäre, würde ich zuerst in der Kantine nachsehen. Geh runter ins Dorf und bring mir Cortés. Ich hoffe für dich, dass er nüchtern ist. Wie ist der Kopfhörer? Hörst du mich gut? Klar und deutlich. Dieser Spionagekran funktioniert, Clara. Muss ich zugeben. Schön. Lass deine Waffe im Holster, wenn du keinen Ärger willst. Vor allem da, wo viele Soldados stehen. Si, verstanden. Ein kluger Guerrillero sucht sich seine Kämpfer aus. Suerte.
Heute saufen wir in der schlimmsten Kantine von Yara. Oder war es Kolumbien? Kirat? Oder Tschetschenien? Lass die Flasche hier. Ist einfacher für dich. De nada. Guapo, hör zu. Regel 16. Eine Guerilla-Revolution endet nie. Es gibt immer noch einen Krieg, noch eine Kantina, noch einen hässlichen Barmann. Juan Cortés? Das hat mich wohl verraten, Guapo. Das ist kein scheiß Zoo hier, Abuelo. Clara wollte, dass ich dich finde. Sie. Ich habe gelernt, ihre Befehle nicht anzuzweifeln. Wirst du auch. Hey, ich kenne dich. Das glaube ich nicht. Doch, ich kenne dich. Als würde ich in einen Spiegel schauen. Was laberst du denn da? Diese Augen, Guerriero. Du findest Geschmack, redest dir ein, ein Held zu sein und wachst dann als Junkie auf. Ganz wie Juan Cortés. Das ist doch Zeitverschwendung. Kannst du pfeifen? Was? Nee, du kannst nicht pfeifen. Coño! Balabinga! Du verfickte Ratte. Du bist tot sowieso mehr wert. Was zum? Sie, Guapo liebt dich. Und ich versorge dir eine Ausgabe meines Buches. Bueno, mis socios, vámonos. Gute Gäste wissen, wann sie gehen sollten. Essen zu spielen und flugst runter, Guapo. Noch ist hier nichts gelaufen. Okay, Alfa. Bevor die ganze beschissene Armee hier auftaucht. Ich bin besoffen, aber nicht so besoffen. Bin direkt hinter dir, alter Mann. Guapo will dein Freund sein. Oder vielleicht muss er auch nur karten. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Vamos. Komm, wir sollten hier verschwinden. Du hast schon mal geschossen, das sieht man. Wie heißt du? Danny. Clara sagt, du bist eine Legende. Ex-KGB, Ex-CIA. Ich hab mehr Exen als deine Oma Zahnlücken. Einigen, Daniel. Wop, na los! Juan redet gerade. Einige Männer zerschlagen Eier zum Frühstück. Aber Juan Cortés, der zerschlägt ganze Länder. Manchmal sogar vor den... Warte, Planänderung, Danny. Vamos. Der Plan lautet, in Claras Lager zurückzukehren.
Was verdammt machen wir hier?